Guten Tag wünsche ich euch und willkommen zur nächsten Runde der Minecraft Ender Games Serie. Und da geht es auch schon recht los. Wir haben direkt Eisen gegrabt und schlagen jetzt direkt mal die Leute hier. Denn, wie ihr schon wahrscheinlich erwartet habt und wie ihr auch hier seht, bekomme ich Erfahrung dadurch, dass ich hier Leute boxe. Denn ich bin das Kid Seelendieb, das ganz klar in der Abstimmung gewonnen hat. Es war unglaublich krass, wie viele Leute abgestimmt haben. Ich werde jetzt erstmal den Vorteil des Seelendieb-Kids so gut ausnutzen, wie es geht. Denn man kriegt für jeden Schlag auf einen anderen Spieler kriegt man Erfahrung. Und auch in der Schutzzeit, wo man den Spieler noch nicht verletzen kann, ja, bringt das Erfahrung. Jetzt habe ich schon 10 Level bekommen, bevor ich von dieser Plattform überhaupt runtergegangen bin. Das finde ich eine richtig krasse Sache. Da ist auch schon eine Werkbank. Ich hole mir jetzt noch ein bisschen Holz. Der Seelendieb hat halt immer einen Verzauberungsstich dabei, mit dem er halt auch unterwegs einfach mal verzaubern kann. Oh, nee, bitte nicht abbauen. Ah, danke, jetzt habe ich ihn. Haha. So, jetzt brauche ich mir nicht noch mehr Holz abzubauen. Okay. Zack, zack. 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 Okay, er wollte mir den abbauen, aber da war ich schon fertig, mein Lieber. Okay, er hat ein Steinschwert. Ich verzauber mal eben kurz mein Schwert. Okay, ich muss ihn jetzt töten, weil... Okay, ich töte ihn doch noch nicht. Ich muss erstmal ein Schwert verzaubern. Level 1 und Schärfe. Perfekt. Bam, da habe ich ihn erstmal richtig von der Seite weggerotzt. So, hier nochmal die Abstimmung der Kids für euch. Das finde ich nämlich richtig krass. Oh, das zeigt nämlich alleine erstmal, wie aktiv die Zuschauer hier abstimmen. Also wie aktiv ihr hier dabei seid. Warte mal kurz, jetzt blende ich sofort ein. Ich würde mir den noch kurz schnappen. Ach, ihr wollt so eine Wasserfalle setzen. So einer bist du also von der Sorte. Bam. Nee, da machen wir nicht mit bei dem Spaß. So. Oh, ich habe aus Versehen eine Enderperle geworfen. Oh nein. Jetzt wollte ich gerade geportet und war dann instant tot. Aber egal, dann geht's in der nächsten Runde weiter. Das war übelster Fail. Aber dann kann ich jetzt erstmal die kurze Wartezeit hier nutzen. Gehen wir mal in die Tiger. Kann ich die kurze Wartezeit hier nutzen, um euch diese Grafik zu zeigen. Denn es wurde folgendes abgestimmt. Der Seelendieb hatte 18.000 Votes. Nur der Seelendieb. Das waren 50% aller Stimmen ungefähr. Also 49%. Und der Stomper dahinter, dann weit dahinter mit 7.900, dann der Yeti mit 6.000, die waren ungefähr ausgeglichen. Nur den Blocker, den fanden nicht so viele cool, nämlich 4.000, aber ganz klar der Seelendieb gewonnen mit 18.000 Stimmen. Das ist richtig krass. Ich finde zum Beispiel Stomper und den Yeti auch super interessante Kids, aber dass so viele Leute den Seelendieb interessant finden, okay, hier kann man auch nicht Erfahrung grabben, erst wenn es losgeht, dass so viele Leute den Seelendieb interessant finden, hat mich dann auch echt verblüfft und das hat mir auch wieder gezeigt, wie krass das ist, wie geil das eigentlich ist, dass wir diese Abstimmung machen und dass ihr dann halt mitentscheiden könnt, was als nächstes gespielt wird, weil das macht mir extrem viel Spaß. Oh nein, ich hatte den Verzauberungsstich in der Hand. Oh, das kann doch nicht sein. Ach verdammt, alles verklickt. Okay, und ich hab vergessen, meine Level zu holen. Verdammt, ich hoffe, ich kriege jetzt noch ein paar. Oh, eben hatte ich 10. Ich hatte eben 10, jetzt habe ich 2. Okay, seht ihr mal, wie unterschiedlich so ein Start auch sein kann, wenn die Leute halt schnell runtergehen von der Insel. Dann ist das halt auch nicht so krass, dass man 10 Level da am Anfang bekommt. Aber ich hole mir jetzt trotzdem noch ein paar. Denn diese Level, die kriegt man so schnell hier am Anfang, gerade in der Schutzzeit. Und das sollte man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man halt Level schon mal im Voraus sammeln will. Und 30 Sekunden, ich mache jetzt noch 10 Level auf jeden Fall voll. Und dann gehe ich mir jetzt noch Holz holen. Ah, schade, wir haben kein Eisen, wir haben keine Dias. Ist jetzt nicht so ein geiler Start wie eben. Aber vielleicht haben wir diesmal mehr Glück und haben nicht so ein... Ja, ich hatte eben richtig Pech, wurde geportet und war direkt tot, konnte man nichts machen. Davor hatte ich ja noch so einen dummen Fehler gemacht, dass ich da diese Enderperle geworfen habe. Ja, das passiert dann manchmal. So, jetzt gucken wir mal schnell. Da vorne ist ein Speedblock und das ist ein anderer Spieler. Der wird sich den Speedblock auch direkt holen. Aber die haben wir uns jetzt geschnappt. Okay. So, die töten sich da schon. Ich habe noch keine Waffe. Deswegen renne ich zu dem Speedblock erstmal. Okay, da sind noch mehr andere Spieler. Alter, hier sind überall Spieler. Schade, im Wald ist es auch schwerer, Kisten zu finden. Aber da vorne ist noch ein Speedblock. Okay, dann holen wir uns den Speedblock auch noch. Da ist eine Kiste. Wenn wir Glück haben, ist diese Kiste mit guten Sachen bestückt. Und da hatten wir richtig Glück. So, jetzt gucken wir ganz kurz auf den Kompass. 28 Blöcke Entfernung. Da ist noch ein Speedblock. Wir nehmen uns die Speedblöcke und hauen hier einfach ab. Okay, die Gegner sind auf jeden Fall hinter uns her. Nee, der nächste ist vor uns. 22 Blöcke. Oh, 93 Blöcke. Jetzt schnell aber craften. So, dann craften wir jetzt mal ganz schnell. Was mache ich hier? 2 Stöcke brauchen wir nicht. Ah, ich hab eine Butterhand, wie ihr merkt. So. Und jetzt
sind wir ganz gut dabei. Jetzt werden wir unser Schwert erstmal verzaubern. Auf Level 1, nämlich den Gliederfüßler. Das gibt's noch nicht, aber zum Glück haben wir nochmal die Möglichkeit, uns ein Schwert zu craften. Und hoffentlich kriegen wir jetzt Schärfe, weil, nämlich den Gliederfüßler. 7? Soll ich noch auf Level 7 verzaubern? Nein, Quatsch. Level 1. Haltbarkeit. Okay, wir hatten... Gut, wir haben jetzt richtig gute Verzauberungen. Alter, das gibt's ja wohl nicht. Na gut. Alter. Was haben wir für ein, was haben wir für ein Glück? Naja, eher nicht. Ja, und eigentlich, guck, wir haben jetzt noch 8 Level übrig, wir könnten auch richtig viel verzaubern, wenn wir halt jetzt ein paar Materialien sammeln würden. Dann können wir uns halt richtig krass equippen. Also wenn wir jetzt als Seelendieb das Glück haben und Diamanten finden, dann kann man halt mit einer voll verzauberten Diamantenrüstung problemlos einfach alles auseinandernehmen. Da kommt der nächste Gegner, wir haben kaum Rüstung. Aber ja, Diamantschwert, wir haben ihn besser getroffen und da haben wir jetzt alle seine Sachen, die wir jetzt auch noch schön verzaubern können. Perfekt. Eben hinter uns ist übrigens der Peter, den ihr vielleicht ab und zu hört. So. Oh ne, nicht schon wieder in der Wüste. Das habe ich schon mal gehabt. Ne, jetzt ist aber keiner in der Nähe. Okay, jetzt gucken wir erstmal, was wir hier craften können. Erstmal das Dia-Schwert. Das werden wir erstmal jetzt verzaubern. Schärfe. So muss das sein. So. Haben wir erstmal hier ein bisschen Abstand. Crafting Table haben wir auch genug. Gut, dann machen wir es hier erstmal alles Mögliche jetzt draus. So, Brote. So, dann verzaubern wir uns einen Bogen. Stärke, Beste. So, dann verzaubern wir uns unsere Rüstung. Wir haben kaum Rüstungssachen zum Craften, aber wir haben ja noch ein paar Rüstungssachen, die wir noch verzaubern können, die wir noch so haben. Schutzsicher, ja, okay. Schutz, ja, okay. Wir können halt einfach unsere Billigrüstungssachen verzaubern, weil wir eh genug Level kriegen. Deswegen, ja, wir haben schon mal Schutz, Schutz, Schutz. Also wir haben alles gut verzaubert. Erstmal für das Erste sind wir jetzt ganz gut dabei. So, die Bögen brauchen wir nicht. Die Kackschwerter brauchen wir nicht. Und dann mache ich nochmal so, damit es auch kein anderer kriegt. Und dann gehen wir weiter. So. Oh, da liegen noch mehr Sachen, die wir auch alle nicht brauchen. Oh, da liegen noch mehr Sachen. Oh, da liegen aber dann gute Sachen. Noch mehr Diaschwerter. Okay, der Rest sieht nicht so aus, könnten wir ihn gebrauchen. Okay, alles gut. So. Ach so, das sind so kaputte Dinger, das sind wahrscheinlich von so einem... Oh, wir haben 4 Diamanten, wir können es auch. Diamantschuhe machen? Brauchen wir erstmal nicht. So. Ich habe ja gesagt, ich möchte eigentlich in jeder Endergames-Folge ein Thema ansprechen. Und das Thema, was ich heute eigentlich sprechen will, jetzt neben den ganzen Kit-Sachen hier, neben den ganzen, ja, was für ein Kit wir spielen, das haben wir ja alles schon besprochen und was alles damit möglich ist. Ich würde super gerne einfach um die Welt reisen. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, ne? Aber ich hätte so ultra Bock, einfach spontan in irgendeinen Zug zu steigen oder ein paar Anhalter mit irgendwo mitzufahren und einfach loszufahren oder in ein Flugzeug, einfach loszufliegen und um die Welt zu reisen. Einfach mal, weiß ich nicht, einfach euch mitnehmen um die Welt. Das wäre so was von geil. Das würde ich so gerne machen. Einfach jeden Tag ein Video von irgendwo anders. Dann, oh, der Typ kam auf mich zu und dann habe ich gerade gelabert. Ich würde einfach sau gerne um die Welt reisen und davon ein Videotagebuch machen und euch halt immer mitnehmen. Am einen Wochenende bin ich dann plötzlich in Australien, dann bin ich in Asien, dann in Amerika. So, es klingt jetzt total bescheuert und es wäre auch ultra teuer und schwer zu bezahlen, aber ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass man es irgendwie hinkriegt. Okay, der Typ hat eine richtig dicke Dia-Rüstung. Den sollten wir uns jetzt mal schnappen, dann könnten wir seine Dia-Rüstung verzaubern. Okay, er hat auch noch irgendeinen Effekt auf sich. Er rennt auch da durch. Er ist im Wasser. Solange er im Wasser ist, sollte ich ihn angreifen. Pam, er ist tot. Sehr, sehr sauber. Sehr, sehr schön. Jetzt erstmal die Sachen versuchen noch zu kriegen. Bevor ich geportet wäre, das wäre echt toll. Da, eine Diabrust. Eisenhelm. Was gibt's hier noch? Ah, der hatte nur die Diabrust. Der hatte gar nicht so crazy stuff. Aber die haben wir sauber gekillt. Und die Sachen kann ich jetzt alle so richtig, richtig schön verzaubern. Das ist halt das Gute am Seelendieb. Okay, das machen wir jetzt auch mal schnell. Schutz. Komm schon.
Schutz auf der Dia-Brüstung. Ultra, komplett Eisen und Dia-Rüstung. Und der nächste Gegner ist schon in Reichweite. Der hat auch eine Dia-Rüstung, aber wir haben eine Verzauberte. Und das ist jetzt der entscheidende Vorteil, den wir jetzt haben. Aber da hat er jetzt gerade erstmal getauscht mit einem anderen. Jetzt wird es nochmal richtig spannend hier. So, okay. Ja, ich hätte einfach ultra Bock, einfach um die Welt zu reisen. Ich weiß nicht. Ich habe einfach mal Bock loszuhaben. Mir läuft die Nase. Immer noch ein bisschen krank. Aber eigentlich, mir geht's wieder richtig gut. Also, ich bin nicht mehr wirklich krank, aber läuft mir die Nase einfach so. Ich hoffe, es sieht nicht eklig aus. Ich hoffe, man sieht nicht irgendwie Schnodder hier runterhängen. Aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl, mir läuft übelst die Nase. So. 150 Blöcke. Ja gut, jetzt wird's nochmal spannend hier, weil er hatte die volle Dia-Rüstung. Ich habe eine volle Dia-Rüstung auch verzaubert und habe ein verzaubertes Dia-Schwert, also bei mir läuft auf jeden Fall. Ja, wir haben auch noch 6 Dias. Aber wir könnten uns noch mehr Sachen machen. Ja, das mache ich auch. Er hat ja viel mehr Dia-Sachen als wir. Ja, das mache ich auch. Wir haben noch nur 4? Na gut, dann mache ich mir Schuhe. Ist mir auch scheißegal. 120 Blöcke. Zack. Schutz auf den Schuhen. Auf dem Helm war schusssicher, ne? Dann verzaubern wir den Helm jetzt auch nochmal, in der Hoffnung, dass wir Schutz kriegen. Und schusssicher nochmal. Ja, scheiß drauf. Ist egal. Okay, wir haben 22 Pfeile. Der Typ kommt näher. Jetzt gibt's einen Showdown. Ich hätte einfach ultra Bock, um die Welt zu reisen. Ich werde es auf jeden Fall auch irgendwann machen. Oh, der Typ ist hinter mir. Erstmal den alten, guten Eimer-Trick hier. Da fallen die Leute echt unerwartet oft drauf rein. Aber der hat irgendwas Krasses. Der hat irgendeinen Effekt auf sich. Goldapfel oder so? Oh, Gott, ganz knapp geschafft. GG. Alter. Was warst du für ein Kit? Alter, das würde ich auch gerne mal wissen. Der hat ja Ultra-Damage reingehauen. Sag mal schnell. 3. Känguru? Hä? Selbst. War das der, den ich gekillt habe? Der war Känguru? Ich war Hoppy. Und mein Gegner war Raffi. Ja, der war Känguru. Krass. Was, warum hat er so viel... der hat irgendeinen Effekt auf sich gehabt. Habt ihr das gesehen? So blubbern sehen. Aber war krass. War ein ganz schön knappes Finale. Haben wir aber gut gewonnen. Nach der ersten Runde, die so ein bisschen gefloppt ist. Aber haben wir die zweite richtig gut gewonnen. Also sehr serienlieb, wie ihr gesehen habt, ist ein starkes Kit. Hab 2 Runden gespielt. Davor von einer gewonnen. Und die erste Runde war eher... Ja, sehr großes Pech, dass ich da verloren habe. Ja, also serienlieb. Ein sehr starkes Kit. Sehr, sehr nützliches Kit. Auf jeden Fall ein Kit mit einer klaren Daseinsberechtigung. Nicht zu overpowered, weil du hast im Endeffekt nur den einen Bonuspunkt, dass du halt alles verzaubern kannst ständig. Das ist saustark, aber dafür hast du sonst halt auch keinen Effekt, wie zum Beispiel ein Känguru, das springen kann oder ein Vampir, der sich heilen kann. Deswegen ist es auf jeden Fall ein sehr starkes Kit, aber auf jeden Fall ein faires Kit meiner Meinung nach. Also ein Kit, was Spaß macht, aber auch nicht irgendwie zu overpowered ist. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend noch beim PC-Video und morgen bei der nächsten Endergames-Folge. Haut rein und falls ihr selber ein Kit unbedingt wünscht, was rankommen soll, schreibt es in die Kommentare. Die Kits, die die besten Bewertungen haben, kommen immer in die nächste Abstimmung. So mache ich das immer. Haut rein, ciao.